Moin zusammen. Ja, wie ihr ja wisst, ich bin ein großer One-Page-Rules-Fan und bin da natürlich auch Patreon. Und ich habe mir für dieses Video jetzt vorgenommen, oder für mein nächstes Projekt jetzt, oder eins meiner Projekte ist tatsächlich der Rattenlord Titan. Das ist eine ungefähr so große Figur. Dass wir die bemalen. Ich habe Zeit bis zum, heute ist der 12., 3. Ich habe Zeit bis zum 25., um diese Figur zu bemalen. Und bei One-Page-Rules gibt es jeden Monat halt so eine Art Malwettbewerb. Das macht dann die Community, die stimmt dann ab, was am besten bemalt wurde oder am besten aussieht. Und dann bekommt man so Kleinigkeiten. Also diesen Monat ist es ein Amazon-Gutschein, dass man sich Resin holen kann, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ja, also die machen mehrere Dinge, was das angeht. Letzte Mal hat man dann eine STL-Datei gekriegt von einem limitierten Modell und solche Sachen. So, und auf jeden Fall habe ich jetzt vor, mit euch zusammen oder euch dabei mitzunehmen, wie ich versuche, innerhalb von nicht ganz 14 Tagen eine wunderschöne Rattengott-Figur zu bemalen. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und wir sehen uns. Bis gleich. So, da sind wir. Das ist der Rattenlord Titan. Den habe ich mir natürlich schon ausgedruckt, den habe ich auch schon grundiert mit Schwarz, weil der soll natürlich dunkel sein. Ihr seht, ich habe ihn absichtlich noch nicht zusammengeklebt, weil es einfacher ist, gewisse Figuren oder gewisse Sachen zu bemalen, wenn sie nicht zusammengeklebt sind. Ist ein sehr schönes Modell an sich, auch sehr detailliert, muss ich sagen. Und ich finde auch überall immer irgendwelche kleinen Gimmicks. Das zeige ich euch jetzt gerne mal anhand des Bases hier. Das ist das Base. Ja, das Ding ist so groß wie meine Hand. Leider ist mir da links ein Druckfehler passiert, deswegen ist da so ein Riss im Holz, aber das stört eigentlich nicht, finde ich gar nicht schlecht. Und wenn ihr jetzt hier mal reinguckt, da drin sind Fässer, leider ist die Kamera will jetzt nicht so wie ich. Ah ja, da sind Fässer drin. Hier links sind noch ein paar Säcke und Kisten. Hier auf der linken Seite ist noch eine Steinfigur, so eine Ratte, so ein Priester oder sowas oder ein Heiliger von den Ratten, keine Ahnung. Ja, und ihr seht, hier sitzen auch noch kleine Ratten drin. Ja, das ist schon Friemelsarbeit, würde ich sagen. Oder es wird Friemelsarbeit. Aber gut, dafür macht man ja so ein Hobby, ne? Das sind die Beine. Ja, auch sehr, sehr schön. Wie ihr seht, auch sehr detailliert. Okay, man sieht ein bisschen Staub drauf, ja, aber kann man ja alles wegmachen. So, ja. Was ich sehr schön finde bei One-Page-Rules ist, dass die halt auch immer, ich sag mal, diese kleinen Balken, die ihr unter den Füßen seht und so, da kann man die halt super auf das Base mit drauf machen. So rum. Und, Und dann kann man die super festkleben und das gibt natürlich Stabilität. Ne? Also, da kann man nicht meckern. So, dann haben wir hier den Oberkörper. Auch sehr detailliert. Sehr viel Kleines und Gefriesels. Ach, Kamera macht doch nicht mal. Ja, danke. Schön. Ja, ich glaube, ich werde da noch ein paar Fotos machen, dann könnt ihr das alles besser sehen. So, ja. Auch sehr schön. Den steckt man auch. Sieht man ja einfach oben drauf. Der hat auch so einen Balken, dass das hält. Und so, jetzt habe ich das mal hier zusammengesetzt. Ja, dann kommt hier der Arm. Da fehlt noch, der ist noch im Drucker. Der untere Teil von dem Speer fehlt mir noch. Das ist der andere Arm, ganz einfach. Und das hier, genau, da grault es mich schon vor diesem ganz kleinen. Ihr seht, das ist ein vorderer Teil meines Fingers. Größer war das nicht. Ja. Und da muss man natürlich auch ein bisschen gucken. Hier einmal die Bar. Das ist eine Käsebar. Und diese blöde Maus hat sogar einen Teller mit Essen in der Hand, die davor steht. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Irgendwie will meine Kamera heute nicht. Muss ich mal gucken.
Ja, und einfach eine Fackel, aber da kann man natürlich wieder schön zeigen, wie man Flammen bemalt. Das finde ich gar nicht schlecht. Und was ist eine Ratte ohne Schwanz? Ein Krüppel. Und von daher, ja. Der kommt aber auch erst später dran, weil er sich halt um die Robe legt. Gut. So, dann wollen wir gleich mal anfangen. Also ihr seht, es ist kein kleines Modell. Ja. Bis später. So, wir fangen mit dem Base an. Ich habe mich dazu entschlossen, von oben mal nach unten zu malen. Und das wird wahrscheinlich auch wieder schief gehen, aber egal. Wir bemalen zuerst den dieses Tuch, was hier unten liegt. Und ja, das mache ich jetzt erstmal in Blau. Weil ich finde irgendwie, ich finde das Ultramarine Blau einfach super. Ich finde es einfach schön und dementsprechend bemalen wir das jetzt. So, wie immer in achtfacher Geschwindigkeit, damit ihr nicht immer gelangweilt hier gucken müsst. Jetzt noch ein bisschen Kleinkram machen und dann machen wir uns als nächstes ans Holz, weil dieses Base hat tatsächlich hier auch schon wieder eine kleine Ratte. Okay, nicht ablenken lassen. Hat natürlich auch viel Holz, wie ihr seht hier. Einmal in der Mitte und an den Seiten, das ist alles Holz. Das machen wir jetzt als nächstes. Und wenn wir das gemacht haben, schauen wir mal, dass wir schon mal das Tuch, was hier oben drauf liegt, gewascht bekommen. Mit einem blauen Wash, dass wir da noch ein bisschen Konturen reinbekommen. Ja. So, jetzt machen wir das Holz. Ich fange oben an und gehe dann einmal halt drumrum. Weil oben muss ich ein bisschen auf die Details achten, dass ich da auch nicht irgendwie groß drüber male. Und da sind auch überall noch so kleine Eisennieten drin, die ich dann natürlich ausspare, weil die später ja dann silber werden. Dann muss ich die nicht nochmal schwarz malen, außer ich komme jetzt irgendwo aus Versehen drüber. So, und wie immer, meine Lieben, nicht in achtfacher, wie ich eben gesagt habe, sondern in 20-facher Geschwindigkeit, damit ihr nicht ewig gucken müsst. Ja, also dann viel Spaß bei der kleinen Musikeinlage und dem Vorspulen. Thank you.
Und jetzt geht's ans Waschen. Dafür nehme ich von Citadel das Ultramarine Blue Wash. Verteile ein paar Punkte. Also ich mache das so auf der Fläche, die ich bemalen möchte. Und lege dann los. Und wie immer, ihr Lieben, ein bisschen schneller gemacht, damit ihr nicht ewig dieses Video gucken müsst. Aber es freut mich natürlich, dass ihr es guckt. Dasselbe machen wir jetzt natürlich nochmal mit dem Braun. Dafür benutze ich Umbra Wash. So heißt das. Verteile wieder ein paar Punkte und male einfach wieder in 20-facher Geschwindigkeit. Und dann haben wir schon den Großteil oder einen ordentlichen Teil vom Base fertig. Damit haben wir das erledigt und jetzt lassen wir den ganzen Spaß trocknen und im nächsten Video machen wir das Gestein oder die Steine und waschen diese ebenfalls und schauen mal, ob wir schon mal ein paar Details machen können, dass das Tuch halt auch wirklich aussieht, als wäre es halt oben heller. Und würde dann in die Falten hin dunkler werden. Ich hoffe, euch hat es wieder mal gefallen. Mir macht es super viel Spaß. Lasst gerne Kommentare da oder abonniert den Kanal. Das freut mich natürlich auch sehr. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye, bye.